Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect TDFLP, hier euer Chit-Ding am Start. Nachdem es letztes Mal etwas schleppend voranging, weil ich ziemlich müde und fertig war, sind wir endlich bei der 40. Folge angelangt, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sind hier durch diese wunderschöne Beach-Wasserstraße durchgefahren. Da ich eine coole Armor. Und, sind endlich hier angekommen und er hat uns erzählt, dass Saren irgendwie diese Spezies da unter Kontrolle bringen will oder so. Jetzt quatschen wir mit dem. Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. I don't give a fuck. Es muss getan werden. Saren ist hier der Böse, nicht ich. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Ich sollte Ihnen das nicht erklären müssen, Rex. Überzeugen Sie mich. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich Ihnen den Befehl gebe, wieder einzuschwenken. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Alter, ich könnte ihn jetzt einfach kalt machen. Boom! Just like that! Boom! Einfach so auseinandergenommen, rasiert, einfach so nach all der Zeit, er war mein Tank, er war alles und ich kann ihn einfach kalt machen. Nein, wir sagen erstmal, wir sind natürlich böse, wir sagen ihm erstmal, dass er ein Opfer ist und dann machen wir ihn kalt, wenn er weiter aufmuckt. Weil wir sind hier das höchste Gebot, wir verkörpern die 10 Gebote von, keine Ahnung, von Shepard. So ist es. Saren schert sich einen Dreck um diese Kroganer. Für ihn sind es Werkzeuge, Marionetten. Vor allem voll süß mit seiner Pistole. Sobald er keine Verwendung mehr für sie hat. Ist es das, was Sie für Ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Und zum Dank dafür, dass wir die Rache nie auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Bing! Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. Of course. Ich will seinen Kopf nicht. Abtrünnig plus 9. Wie böse sind wir schon? Wir sind schon richtig in der Hälfte. Wir sind schon richtig asozial. Wenn wir noch 2 Punkte vergeben, wir die jetzt. Fitness, was für ein Fitness? Verbesserte Gesundheit, ja, komm. Bam, bam. Ja, ich glaube auch, wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels. Mal gucken. Zur Seite. Fertigkeit ist zu gering. Es war wirklich beeindruckend, wie sie den Kroganer besänftigen konnten. That's me, bitches. Es überrascht mich, dass sie einen Kroganer zur Vernunft bringen konnten. Natürlich! Ich bin die Master Race. Was müssen wir jetzt machen? Wenn wir das wirklich tun wollen, sollten wir endlich aufbrechen. Wohin? Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Primitiv, sagt er. Nette Idee. Wenn man das Bömpchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Gut. Ich bevorzuge sowieso den direkten Kampf.
So einfach wird es nicht werden. Wir haben nicht genug Leute, um sie direkt anzugreifen. Ich werde meine Männer in 3 Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Wir kommen von hinten. Voll die Analpiraten. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Pech. Und gerade das macht das, worum ich sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Gute Idee. Wir werden jemanden brauchen, der sich mit den Kommunikationsprotokollen der Allianz auskennt. Ich melde mich freiwillig, Commander. Okay, verpiss dich. Nicht so schnell, Lieutenant. Okay, verpiss dich auch. Commander Shepard wird sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern, obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig sein wird. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. Cool. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Voll in Love. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Die Situation ist gefährlich. Boah, habt ihr hinten diese Wave gesehen? Wie einfach die FPS droppen, wenn diese Wave da dran an dem Fels klatscht. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Er hatte voll die gute Motivationsspeech, Alter. Das war so voll cool, dass sie das so hinbekommen haben. Oh, diese Schuhe. Komm, Jack. Können Sie mich hören, Commander? Of course. Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Kein und Ding. Commander. Wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Der Garrus ist so fucking Shadow useless. Ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Chief Williams mit dem Eigo-Team. Manovai, J2-Team, los. Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Okay. Dann greifen wir einfach mal direkt an. Oh, ist hier hinten? Es sind mehrere. Oh, fuck, ist das groß. Okay. Da, hier werden wir ein bisschen Zeit verbringen in der Gegend, bestimmt. Manovai steht unter Dauerbeschuss. Achten Sie auf Geschütztürme, die den Gates helfen können. Ich bräuchte eigentlich so ein... Bräuchte eigentlich neue Munition. Das ist echt scheiße. Weil. Ich laufe jetzt rum. Wie vorbildlich!
Buffett spinnt. Machen wir mal Anfang. Bam, 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 bam. Well done. Scheiße, scheiße. Oh, vielleicht nicht scheiße, aber alles scheiße. Alles scheiße. Wo müssen wir jetzt hin? Kann ich da nochmal hoch? Hallo? Nein. Okay. Das heißt, wir müssen das alles zu Fuß ablaufen. Well fucking done. Okay, das haben wir geschafft. Dann gehen wir jetzt hier hin. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manowar. Okay. Dann geht mal helfen, ihr Pisser. Schwör's euch, ihr geht mir alle auf den Sack langsam. Macht mal was. So, wo gehen wir jetzt hin? Da oben waren wir. Entweder da. Oder da. Oh. Da. Naja, schießt sie da mal tot. Er war einfach im Schockzustand. Er hat gar nicht gemerkt, dass ihn 25 Kugeln getroffen haben. Schockzustand! Alles easy! Sie fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstation. Williams, können Sie was sehen? Ich sehe Felsen, ich sehe Wasser. Auch wenn mein Name nicht Williams ist. Aber ich sehe viel. Noch mal an. Get wrecked, son. Dann nicht. Dann nicht. Wir stehen unter Beschuss. Verschanzen, bevor das Flugzeug zurückkommt. Da war Fire in the morning. Oh no. Weiß ich, soll ich da oder da drunter laufen? Das sieht alles so interessant aus. Egal, erstmal hier lang. Oh mein Gott, das ist auch ein Weg. Ich weiß nicht, wo wir mal hin müssen. Ich bin überfordert. Maximal überfordert. Boah, das ist eine Höhle und. Ich bin so fucking confused. Ich laufe da jetzt einfach hoch. Da wo was steht, da laufe ich hin. Wir laufen zur Tankanlage und dann laufen wir da runter und dann gehen wir dahin. Mir ist scheißegal, ob ich irgendwas übersehe. Ist mir egal. Achso, ja. Okay. Ich habe das verstanden, wie der Weg von A nach Z jetzt geht. Oh shit. So many! Auch zur Seite, du fettes Stück Scheiße, Mann. Na, also... Wieder vorbildlich, Mann! Ich muss sie doch töten, oder nicht? Das war jetzt auch gerade so schlau, wäre das jetzt in die Luft geflogen, ne? Stupido. Das wäre richtig stupido gewesen. Okay, wir haben diese Tankanlage geschafft. Wie gut sind wir jetzt? Scheiße, ein Strich fahren. Nicht cool, nicht cool. Hm.
Scheiße, das Ding ist so fucking unreliable. Bedrohung aus der Luft hat sich auch nicht materialisiert. Kurze, präzise Salben. Nein! Don't touch me! Don't touch me! Alles anmachen, alles anmachen. 444 anmachen, anmachen. Ja, ja, 44 Bullets, Bullets, scheißegal. Alter. Spin! Bitte mach mal ein. Stellung halten, Leute! Stellung halten! Munition! Kyro! Und Brand. Brandstufe 7. Okay, damit rüsten wir erstmal unsere Weapon aus. Ach, ich habe gar nichts mehr da drauf. Boah, Laufverlängerung. Plus 26% Schaden. Ach, komm einfach drauf, ey. Und hier. Brand. Polonium war Gift. Oh, wir haben Giftmunition, doch. Oder Brand. Oh nein, Gift finde ich geiler. Okay, jetzt sind wir wieder super strong. Jetzt kann uns keiner mehr aufhalten. Wir sind einfach zu mächtig. Jetzt alles One-Shot. Boom, boom. Aber ich dachte, hier steht jetzt einer. Hier steht gar nichts. Skandal. Wieso sind die Türen rot? Boah, ich kann dem nicht ganz folgen. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für die salarianischen Teams. Ach, scheiß drauf, ja. Deaktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Schon wieder vorbildlich? Oh mein Gott, was tue ich hier? Das ist nicht der rechte Weg, Shepard. Oh shit. Oh mein Gott! Läuft der einfach mit raus, der Penis. Wo ist der andere? Der dicke ist hier. Okay. Alter Mann! Bleib offen, Bitch. Ich glaube, ich ändere doch die Laufverlängerung. Weil das mit so abgefangen ist, kann ich so lange schießen. Das machen wir später. Oh mein Gott. Ich glaube, das ändere ich, weil das ist zwar mehr Schaden, aber diese Hitzeabsorption, das ist scheiße. Habe ich irgendwas, um mein Hitzeding zu machen? Waffenstabilität, nee, Laufverlängerung, Kampfscanner. Stabilisator und Stabilität, ja komm, wenn wir schon kein Kühlding haben, dann einfach auch stabiler. Okay, Medigel abgezockt. Dein Typ von uns ist tot. Ich glaube, hier gehen wir noch rein. Den Room clearen wir noch. Wenn es hier was zu clearen gäbe. Okay, das machen wir noch und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Oh, Codex. Oder gucken wir noch. Ach komm, wir gucken da noch mal rein hier. Vielleicht passiert noch irgendwas Spannendes. Hey! Hallo? Ist da jemand? Boah, das will ich eigentlich alles aufmachen. Und das sind dann alles meine Friends. Ja, die Gegner sind ab und zu sie maximal verwirrt. Gewinnen, Williams. Wir wollen nicht, dass sie sich verbarrikadieren. Locken Sie sie da raus. Ja, das haben wir geschafft. Hä? Kiste. Open it.
Fertigkeit ist zu niedrig. Okay, da ist bestimmt irgendwas Interessantes. Dann machen wir jetzt hier noch das Ding. Okay, cool. Und dann gehen wir an diese Tür in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine übergeilen Pelikane. Wie immer ist es... Oh! Sehr viel Spaß gemacht. Haut rein. Ihr seid übel geil.